Und mit diesem Sprung, hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2 Folge 6. Ja, wie gesagt, der Türrahmen. Keine Sorge, hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Jetzt ist die Frage, ist er oben oder unten? Er ist unten natürlich, aber schön, dass wir hier runter können. Hallo Onkel, ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell, ben fatto. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein, wie schon gesagt, wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich, für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu finden, was? Dein Vater war ein Assassine, Ezio. Ich sagte doch bereits, mein Vater war ein Pfeffersack. Nein, er wurde zum Schützen geboren und erzogen. Ich habe zwar nie ausgewichen oder nie erfolgreich, aber hauptsächlich. Ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das mit obskurer Schrift bedeckt ist? Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge, also dachte ich mir, dass du auch seine Codex-Seite haben wirst. Stavolta, tua madre non può aiutarti. Coraggio, sono da solo. No, no. Das ist eine Fähigkeit. Fähigkeit produzieren, Alter. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Jetzt sprich ich aber auch fertig. Boah. Super. Ja. Komm los. Oh, dich. Ich kriege dich. Seitenschritt. Super effektiv. Ich bin der King im Ausweichen. Boah, das hat sogar geklappt. Komm jetzt. Super, zieh dir. Gut so, Neffe. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein! Wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet! Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. Dann gehen wir mal zu Mario. Ja, das war definitiv nötig. Das musste sein. Weil, wenn Onkel! Ich hochgehe. Okay. Wo sind denn alle?
Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Stellen findet ihr, was ihr braucht. Gut, dann gehen wir runter wieder halt. Aber zuerst müssen wir anscheinend hoch. Ja. Konter habe ich auch erlernt. Super. Das muss so sein. Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Ich weiß ja nicht so recht. Aber hier ist eine große Truhe mit Federn. Und auf dem Bett ist keine einzige Federn. Und ja. Ja, 100 Federn müssen wir suchen. Super. Oder müssen wir suchen. Da sage ich lieber nö. Ja, los jetzt. Dann gehen wir mal hier raus. Nein, nein, wir brauchen keine Kampfausbildung. Preise für edle Waren. Rüstungen wie für einen Kaiser. Frisch gefangene Igel. Jojo, Igel. Wir brauchen aber kein Aderlass. Das mit diesem ewigen Aderlass. So, ab aufs Pferd. Und hier durch. Dann gehen wir mal ziemlich flott in diese Richtung. Und suchen Mario, denn der ist irgendwo wahrscheinlich nach Toskana oder so gegangen, wie ich das jetzt mal so vermute. So, und weiter geht's. Whoppa, was war denn das? Das war sehr speziell. Also die Weitsicht ist nicht wirklich schön. Das Ganze kehrt. Wir müssen hier durch. Okay, ja, spring ruhig wieder auf. Ich wollte ja nur mit ihm sprechen. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer. Ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Ja, dann mal an den Wall. Folge Mario. Natürlich. Los, los, los. So. Fuck. Super. Sehr gut. Dann laufen wir halt. Ich dachte, ich kann schon ein bisschen vorrennen. Los, Mario. Soll ich dich tragen? Mach mal vorwärts. Los, Onkel. Die Richtung hätte sogar gestummt. Nun gut, Ezio. Hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Gut, dann stellen wir noch gerade um auf Wurfmesser. Oh Gott.
So, noch den letzten Bogenschützen. Zack. Und das Tor hochdrehen. Ich die ganzen Mal unterstützen. Und das geht ja so nicht an. Wir müssen unseren Kameraden schließlich helfen. Zack. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Gut, die sind sowieso alle am Anschlag. Bis, ja, einer. Einer gegen gefühlte 10. Ist Löwe. Gegen gefühlte 10. Natürlich wir und alles geht ein bisschen schneller. Stürmt die Festung! Oder stolpert über die eigenen Füße? Sind drin! Hier lang, Männer! Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt vor? Das weiß keiner. Aber Angriff! Wie sonst soll man die Patrouillen erzählen? Ja, taktisch sehr clever. Einfach mal reinhauen. Ich hasse diese. So, jetzt der hier. Mir sollte man nicht den Rücken zudrehen. So, der hier. Und noch der letzte. Komm her, komm her, komm her. Krieg dich. Nein, das ist meiner. Meiner. Los, nicht quatschen, sondern mitkommen. Los jetzt. Ach, muss ich gar nicht machen. Machen wir trotzdem. Ach, endlich mal ein Gegenkonter. So. So. Und noch der letzte. Und weiter. Was machst denn du hier am Boden? Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm. Gut, wir eilen. Los. Hey, gar nicht nett. So, los. Super Perspektive war das. Das schöne böse Heu. So, dann nehmen wir den hier. Ah, Neffe, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Vieris Männer haben uns einen Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Gut, verstanden. Mach ich. So, müssen wir hier durch. Am besten mal hier hoch. Einfach so, rein aus Vermutung. Hey, los. So, mach. Finde ich ja super so. Das ist ja mal praktisch. Okay, manchmal hasse ich die Steuerung, ist ein bisschen so ein bisschen fummelig. Bisschen Truhe, brauche ich aber nicht. Da. Also beschlossen.
Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Dann unterstützen wir die hier mal ein bisschen im Kampf. Und das sieht ziemlich aussichtslos aus. So. Lassen die erst noch so. Und so einen Scharen. Ja, die lassen wir flüchten. Und ja, die letzten. Zwei. Okay. Hat sich das erledigt. Gehen wir doch mal hier über das Gerüst hoch, denn so wie das aussieht, ist er auf einer höheren Ebene. Tack. Tatsächlich. Können wir den von hier packen? Das wäre natürlich sehr amüsant. Nein, aber machen wir das. Fürchte nicht, Ezio. Sein Tod wird schnell kommen. So, wieder das Schwert. Dann kommt dann mit dem. Kommt dann mit dem Ding ist gar nicht so praktisch. Komm, nimm das Schwert. Los! Coraggio! Jetzt sind nur noch wir beiden übrig. Komm schon. Ist schon alles? Tag. Und wieder Konter. Nix da. Los jetzt. Ein Ende ist nah. Und da ist es schon. Das Ende von. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du. Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Das war's jetzt aber von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Kommentar da, bewertet das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!